Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck mit der nächsten Marktübersicht und Analyse. Bevor es losgeht, wieder einmal der Hinweis zum Verge-Gewinnspiel. Ich verschenke bei jedem Analysevideo eine kleine Menge Verge. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, müsst ihr nur zwei Dinge tun. Wenn ihr hier neu auf dem Kanal seid, einmal den Kanal Coincheck abonnieren, die Glocke daneben am besten auch noch dazu aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Vor allem bei den Chartanalysen ist das natürlich sehr wichtig, dass man da up to date bleibt und direkt die Videos auch sieht, weil innerhalb von einem Tag kann sich das ganze Szenario natürlich auch wieder umwandeln. Und dann müsst ihr in die Kommentare eure Verge-Adresse posten und wenn ihr wollt, noch eine Frage stellen, eine Anregung zu vielleicht einem Coin, die ich analysieren könnte. Und ich versuche dann mal ein Video dann zusammenzustellen mit den wichtigsten Fragen, die am häufigsten vorkommt, mal ein Q&A zu machen und diese Fragen dann zu beantworten. Also wenn ihr teilnehmen möchtet, Kanal abonnieren, Verge-Adresse in die Kommentare posten und dann nehmt ihr schon teil und dann werde ich das in der nächsten Analyse auflösen. Das Gewinnspiel vom letzten Video werde ich auch in diesem Video auflösen. Das kommt ganz am Ende, also bleibt dran und viel Spaß jetzt bei der Analyse. Ja, fangen wir mal direkt mit der Marktübersicht an. Das Market Cap bei einem Allzeithoch von 760 Milliarden US-Dollar. Wir haben in den letzten 24 Stunden fast 100 Milliarden US-Dollar dazu gewonnen. Die Bitcoin-Dominanz, wie in den letzten Videos auch schon gesagt, geht runter. Altcoins dominieren komplett den Markt. Wenn man hier das mal anschaut, Ripple im Moment bei 3,70 Dollar, Allzeithoch 32% in den letzten 24 Stunden. Ethereum 1000 Dollar geknackt in dem Moment. Die Runde 1000 sieht sehr schön aus. In den letzten 24 Stunden 13%. Cardano Allzeithoch 1,22 Dollar. Stellar Allzeithoch 85 Cent. Tron in den letzten 24 Stunden 146% bei 20 Cent. Ich werde wahrscheinlich ein Video dazu machen, was genau Tron überhaupt ist. Da kamen einige Fragen dazu in den Kommentaren. Werden wir gleich uns auch mal im Chart anschauen, was da genau passiert ist und wie der explodiert ist. Ist auf Platz 8. Litecoin ist einer der wenigen schwachen Coins im Moment. Verliert immer mehr am Boden hier in der Rangliste. Inzwischen auf Platz 9 hat hier einige Coins an sich vorbeiziehen lassen. Im Moment bei 231 Dollar. IOTA bewegt sich im Moment nicht sehr viel, bei 4 Dollar im Moment. EOS wieder ein kleiner Sprung nach oben, über 11 Dollar auch. Und man sieht, wir haben sehr viele Coins. Verge ist wieder auf dem Weg nach oben. Sehr viele Coins, die im Plus sind. Der Altcoin-Markt dominiert komplett. Bitcoin ist immer noch in dem Bereich, den wir uns auch in den letzten 3-4 Analysen angeguckt haben. Die Volatilität, wie gesagt, ist da sehr stark zurückgegangen. Da tut sich nicht viel im Moment. Es könnte aber sein, dass sich da jetzt in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche da ein bisschen sich mehr bewegt. Werden wir uns gleich im Chart mal anschauen. Auf jeden Fall aber die Altcoins sehr stark am Dominieren. Und wie gesagt, hier Tron mit 146% in den letzten 24 Stunden. Schauen wir uns jetzt mal die Charts an. Ja, wie schon bereits erwähnt, der Bitcoin im Gegensatz zu den Altcoins sehr ruhig unterwegs. Im Moment wieder ein kleiner Abwärtstrend. Ich hatte im letzten Video schon gesagt, dass hier eine kleine Befürchtung ist, dass hier ein Head and Shoulders Muster entstehen kann. Hier die linke Schulter, dann der Kopf und dann vielleicht hier die rechte Schulter. Wenn es also bis hier runterzieht, kann es sehr gefährlich werden. Andererseits, wenn dieses Hoch jetzt nochmal hier durchbrochen wird, dann können wir auch ganz schnell sehen, dass es hier zum Allzeithoch geht. Also dieser Punkt hier, dieses zwischenzeitliche Hoch nach dem Absacker, wenn der durchbrochen wird, dann wäre das ein sehr gutes Signal, wenn er jetzt hier weiter runter geht. Also dieser Bereich hier zwischen diesen beiden Linien, da muss man jetzt nicht viel machen, würde ich sagen. Das ist für mich im Moment, in beide Richtungen könnte es jetzt gehen. Und zwischen den beiden Linien wird sich dann halt irgendwann entscheiden. Und je länger das in diesem Bereich bleibt, bin ich der Meinung, werden auch die Altcoins dominieren, weil wir haben es in der Vergangenheit immer öfter gesehen, wenn der Bitcoin sehr stark unterwegs war, standen die Altcoins sehr unter Druck. Viele Leute haben dann ihre Altcoins in Bitcoins umgewandelt und dann auf Bitcoin gesetzt.
Aber das Problem ist, wenn der Bitcoin runtergeht, zieht er natürlich auch die Altcoins mit runter. Im Moment ist es natürlich sehr gut für die Altcoins. Das sehen wir ja hier. Wir sind in diesem Bereich schon seit einem halben Monat fast. Ja, so ein, zwei Wochen auf jeden Fall, 2 Wochen auf jeden Fall. In dem Bereich hier einen Seitwärtstrend hatten wir sehr lange nicht mehr bei Bitcoin. Und dadurch ging halt auch dieser Startschuss für die Altcoins überhaupt los. Und ist natürlich jetzt wieder Vor- und Nachteile. Nachteil, wenn da jetzt hier so ein Seitwärtstrend ist bei Bitcoin, dass da jetzt nicht viel zu machen ist und keine Kaufsignale oder Verkaufssignale im Moment vorherrschen. Aber wie gesagt, für die Altcoins ein sehr gutes Zeichen. Wenn das da in diesem Bereich immer noch weitergeht, dann werden die Altcoins, da bin ich mir ziemlich sicher, immer noch stark bleiben. Wenn es halt nach oben geht, kann ich mir vorstellen, dass viele dann ihr Geld aus den Altcoins hier in den Bitcoin ziehen, und wenn es runtergeht, dann wird der negative Kurs von Bitcoin sich dann halt auch auf die Altcoins auswirken. Ja, bei Ethereum, wie gerade auch in der Marktübersicht erwähnt, das Allzeithoch geknackt. Wir haben im letzten Video vor 2 Tagen gesehen, dass er hier schon dran gekratzt hat, aber sich nicht irgendwie signifikant da durchbrechen konnte. Ist dann halt in den letzten 24 Stunden passiert. Und komplett einmal schön ausgebrochen, bis auf 1000 Dollar, ist jetzt hier auf Bittrex noch nicht ganz auf 1000 Dollar, aber wir haben ja gerade schon bei CoinMarketCap gesehen, dass wir da auf die 1000 schon gekommen sind. Es kommt halt immer auf die Exchange an, nochmal so 10% zugelegt für Ethereum. Ist halt immer noch auf Platz 3 hinter Ripple. Ripple ist halt immer noch sehr stark unterwegs. Bei Ethereum natürlich das Problem, dass sehr viel Konkurrenz im Moment auf dem Markt ist, wenn man sich EOS, Cardano, Neo und andere Token sich mal anschaut, die sind alle bemüht, Ethereum anzugreifen. Und deswegen ist es auch im Moment schwierig, dass sich da Ethereum weiter absetzen kann. Aber natürlich sehr gut hier zu sehen, dass ein neues, schönes Allzeithoch, bis auf 1000 Dollar ungefähr. Bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie sich die anderen Konkurrenten verhalten. Gerade haben wir schon gesehen, Cardano können wir uns gleich auch nochmal anschauen. Auch sehr stark unterwegs, inzwischen auf Platz 5. Und mal gucken, wie weit das nach oben hier noch gehen kann. Ansonsten wäre natürlich eine kleine Korrektur auch nicht sehr überraschend bei Ethereum. Ja, Cardano, wir haben hier den 4-Stunden-Chart zu Bitcoin, nicht zu Dollar. Wir hatten ja hier den Ausbruch vor Neujahr noch, genau. Und dann ist er hier bis auf 5000 Satoshis gekommen, und das sind halt diese Punkte hier, wo man sehr schön einsteigen kann. Diese kleinen Korrekturen, wo es sich ein bisschen beruhigt, sind die Punkte, wo man sehr schön einsteigen kann. Eine sehr schöne bullische Flagge hatten wir hier, haben wir schon im letzten Video gesehen, und dann nochmal dieses Allzeithoch komplett geknackt, bis auf hier, bis auf 9180 Satoshi, zieht jetzt gerade ein bisschen wieder runter. Ist, wie ich sage das ja immer wieder öfter, so eine kleine Korrektur, das ist gar nicht mal schlecht, dann ziehen die gleitenden Durchschnitte hier nach. Das haben wir hier gesehen, das hatte ich vor 2 Videos, glaube ich, mal gesagt, dass hier der Abstand sehr hoch ist zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Kurs. Und dann kam halt diese kleine Korrektur, diese Beruhigung, und der gleitende Durchschnitt konnte nachziehen. Und genauso, das Gleiche sehen wir jetzt hier auch. Eine kleine Korrektur jetzt in den letzten zwei, drei Kerzen, und der gleitende Durchschnitt kommt jetzt immer näher an den Kurs ran, beziehungsweise der Kurs zieht auch ein bisschen dorthin zurück, so dass sich das gegenseitig anpasst. Und das sind dann halt die Momente, wo man sich überlegen könnte, mal vielleicht eine kleine Menge zu investieren. Muss man aber natürlich auch mal aufpassen, dass es dann nicht komplett nach unten durchbricht und nicht diese gleitenden Durchschnitte durchbricht. Das wäre kein gutes Zeichen, dann wird es schon über eine kleine Korrektur hinausgehen. Ja, wie erwähnt, Tron in den letzten 24 Stunden 150% im Plus, Allzeithoch, und wir sehen auch hier sehr schön, ist vor ein paar Tagen komplett ausgebrochen und dann wieder hier so eine kleine Korrektur. Und was man hier sehr schön sehen kann, da ist so eine schöne Unterstützung reingekommen. Hier war ein kleiner Abverkauf, ist bis hier auf 360 Satoshis gesunken, und dann kam ein riesiges Volumen rein hier, und von dort ist er abgeprallt. Sehr gutes Zeichen dafür, dass es nicht weiter runter ging in diesem Moment.
und von dort aus mit dieser bullischen Flagge komplett nochmal hochgeschossen bis auf fast 1500 Satoshis. Also auf jeden Fall sehr stark unterwegs, das Volumen immer noch sehr, sehr hoch, Tron im Moment sehr gefragt. Ich werde, wie gesagt, vielleicht ein Video mal dazu machen, was die genau machen bei Tron. Und da gibt es halt Gerüchte, wie zum Beispiel, dass sie mit Alibaba kooperieren wollen. Und solche Sachen spielen natürlich auch immer wieder eine Rolle. Ja, zum Abschluss nochmal Ripple. Ripple, wie gesagt, auf Platz 2 inzwischen und baut auch die Führung sehr stark auf Ethereum aus. Es muss eigentlich sich in Anführungsstrichen nur noch verdoppeln. Dann wäre Ripple sogar vor Bitcoin irgendwann. Wenn man sogar die kompletten Coins mal betrachtet, es sind ja 100 Milliarden auf dem Markt. Und wenn man die als Marktkapitalisierung mal betrachtet, nicht auf dem Markt, sondern die sind schon da. Das Unternehmen hat 62 Milliarden Coins. Das ist ja immer ein Kritikpunkt da, dass es so zentral ist, dass sie so viel Macht haben. Wenn man alle Coins berechnet, ist sogar Ripple schon längst an Bitcoin vorbei. Zieht hier komplett nochmal nach oben. Wir haben hier nochmal das Allzeithoch geknackt. Da hatten wir im letzten Video gesehen, dass dann riesiges Volumen reinkam, hier komplett Gewinnmitnahmen stattgefunden haben und dieses Allzeithoch wurde jetzt nochmal geknackt. Auch Lumen sieht sehr gut aus, hatten wir uns im letzten Video angesehen, auch der, genau wie Ripple habe ich zu Lumen habe ich ja noch ein extra Video gemacht. Was das genau ist, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Die beiden sind im Moment im Gleichschritt nach oben unterwegs, auf jeden Fall sehr stark, was Ripple und Lumen im Moment drauf haben. Ja, zum Schluss kommen wir zum Gewinnspiel vom letzten Video. Die Auflösung dafür. Mal gucken, wer jetzt hier gewinnt. Es ist der oder die Coinfan. Hauptsache, der Bitcoin bleibt ziemlich stabil. Ja, das kann man so natürlich sehen. Natürlich, wie am Anfang schon erwähnt, dadurch hat der Altcoin-Markt sehr viel Potenzial nach oben zu ziehen, haben wir ja in den letzten Wochen schon gesehen. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, nochmal zur Erinnerung, Kanal abonnieren, Merch-Adresse in die Kommentare posten, dann seid ihr schon dabei. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.